herzlich willkommen zu einem neuen Video. Moin. Zweite Video 2023. Andi ist am Start. Gerade auf Durchreise. Wir wollten eigentlich gerade jagen gehen. Wir wollten jagen gehen, da ich aber nicht schießen darf, habe ich gesagt, ich bleib zu Hause. Dürfte ich von der Theorie her mitkommen, ja, aber ich darf noch nicht mal die Flinte in die Hand nehmen, ne? Ja, richtig. Nee, du dürftest mit mir auf so einen Jagdstand gehen, ne? Das ist so eine Drückjagd, so Gemeinschaftsjagd und könntest dabei sein. Dürftest auch als Treiber durch den Wald laufen und die Wildschweine hochmachen, aber du dürftest jetzt nicht natürlich da rumschießen. Ja, aber ich dürfte in der Nähe bleiben, wo du auch bist. Du dürftest dich mit mir auf den Stand stellen, ja. Müsste natürlich vorher abgeklärt werden, aber in der Regel geht das. Okay. Aber so probemäßig schießen gar nicht, wenn er nur verschießt dann. Ja, und da muss geschultes Personal dabei sein, richtig. Okay. Ja, nee, eigentlich geht es um eine andere Sache. Also eigentlich ist Andi nur vorbeigefahren. Ich habe gesagt, ey, halt mal auf Hannovers besten Karre an. Super. Und wir haben uns überlegt, ich habe das gerade schon kurz erklärt, vor 3 Monaten haben wir mit unseren Monatsupdates-Videos angefangen, ja. Weil die Leute sich einfach gewünscht hatten, dass nicht die Fresse halten, sondern lieber den Leuten erzählen, was Phase ist. So. Das haben sich die Leute gewünscht, das kommt auch extrem gut an, danke dafür. Und so ist es jetzt bei allen Projekten, dass wir versuchen, die Leute lieber up-to-date zu halten, als einfach gar nichts. Jetzt ist es bei diesem Objekt der Begierde hier, wo natürlich im letzten Jahr relativ wenig passiert ist. Leider. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, wann das war mit dem Blog. War es letztes Jahr? Nee, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Das war ja noch in alten Firma. Ja, richtig. Ich würde behaupten, vorletztes Jahr. Obwohl, es könnte auch... Nee, ja, noch, war es war auf jeden Fall kalt. Ich denke irgendwie Dezember oder so. Es war auf jeden Fall kalt. Dann kam auf jeden Fall dein Umzug noch dazwischen. Richtig. Neue Firma und ich habe wirklich gar keine Ambitionen mehr gehabt. 0,0. Könntest du dir auch nicht vorstellen. Wie wir uns hin und wieder geschrieben haben. Hey, lebst noch? Ey, sorry, ich habe so wenig Zeit. Ich sage, ja, dich auch. Oder kann nee, es war auch in Summe schade, weil wir ja schon coole, witzige Dinge bei zusammen gemacht haben. Ja. Auch es war meistens immer so wie heute nicht geplant, sondern einfach so drauf los. Und das ist ja leider bei YouTube immer das, was am besten ankommt. Weißt du, du kannst ja die tollsten, coolsten Videos planen. Richtig. Die am Ende dann aber irgendwie so, okay. So, und das war meistens immer so, ich habe immer gesagt, ich bin in der Nähe, ich komme mal vorbei, lass mal irgendwas machen und dann haben wir auch immer irgendwas gemacht. Irgendwas haben wir immer im Büro. Problem ist, bei diesem V10 können wir nicht einfach irgendwie sowas machen, nee. Weil Fakt ist, der alte Block war im Arsch. Hast du den seitdem jemals einmal angeguckt oder ja, gar nicht? Ja, ich habe den oben zum 3D-Scannen bei meinem Opti. Oben in Schrott gebracht? Nein. Ich habe ja jetzt ein 3D-Scanning-Unternehmen bei mir im Haus und der liegt da oben und soll 3D gescannt werden, weil ich die Daten davon sowieso haben will. Okay, aber sonst so mit dem eigentlichen Schaden gar nicht mehr befasst? Nein. Ich habe tatsächlich seitdem von mindestens 2 weiteren von dem Block gehört, die das gleiche gemacht haben und es genauso gerissen ist. Mhm. Nur bei denen optisch so gerissen ist, zwischen den Buchsen. Ja, das ist dann eine andere. Dann war dann die Vorspannung beim Einsetzen der Buchse wahrscheinlich schon zu groß. Ne? Ich weiß nicht. Das Ding ist einfach filigran, das Ding ist einfach, weißt du, so ist das, wie oft haben wir darüber schon geredet, das Ding wurde so konzipiert und auf den letzten Mühe auskonstruiert und jetzt ist das da was zu ändern, du kannst teilweise es echt nur viel schlechter machen. Jetzt muss ich sagen, für mich war das so früher das Auto, ja. Das kribbelte Tag und Nacht in den Fingern, das Auto fertig zu machen. Mhm. Das waren allerdings auch Zeiten, wo du dich in so ein Auto reingesetzt hast und bist als Beispiel auf Achse zum Wörthersee, auf Achse zu XSK halt. Was daraus geworden ist, haben wir ja letztes Jahr schon gesehen. Mhm. Krass, jetzt muss ich sagen, letztes Jahr, ne? Muss ich erstmal dran gewöhnen. Letztes Jahr wieder, ne? Das ist ja jedes Jahr so. Das können wir auch vergessen, aber irgendwie hat es mich jetzt, nachdem du auf der Essen Motorshow warst, hat es mich tatsächlich wieder so ein bisschen gekribbelt. So. Ja, manchmal muss man mich einfach so ein bisschen motivieren, dann geht es da wieder los. Deswegen ist die Frage, was wir mit diesem Haufen hier machen. Das ist ja im Prinzip noch der Block, den du als Ersatzblock hast. Ne? Auch eine witzige Geschichte, kam auch auf der Essen Motorshow jemand an. Das ist wirklich das Geile an der Essen Motorshow. Man steht da 10 Tage lang am Tresen und es kommt immer irgendjemand an, der aber auch irgendwelche coolen Sachen zu erzählen hat, wie auch immer. Das war ein Gutachter. Und der hatte begutachtet oder aufgekauft irgendwie einen alten, abgebrannten Lambo, was ja bei den relativ häufig ist bei den Lamborghinis. Warum eigentlich? Weil die haben hier die Auspuffanlage und da irgendwie sowas war, ne? Nee, das große Problem ist folgendes. Der Öltank hat zwar ein Öl, also Trockensumpf, das heißt im Motor ist ja kein Öl drin, nur an dem Öltank. Der Öltank hat zwar einen Sensor dran und zeigt dir im Innenraum an, dass zu wenig Öl drauf ist, aber gefühlt ist die Abfrage dahinter nicht im normalen Betrieb, sondern manchmal hast du Glück und es kommt eine Lampe, Achtung, Öltank leer, aber da kannst du dich nicht drauf verlassen. Und dann werden diese Autos alle kaputt gefahren. Also ich sage, 9 von 10 Motor sind kaputt gefahren, weil kein Öl im Tank. Weil das war selbst bei mir schon immer kritisch. Also wirklich, du hast den Stab rausgezogen aus dem Tank,
musstest so ein spezielles Verfahren, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es war, ich glaube, du musstest das Auto, es musste heiß sein, du musst ihn im Leerlauf laufen lassen, muss gerade stehen und dann kannst du den Peilstab ziehen. Also. Weißt du, weil mit Trockensumpf ist natürlich das Öl immer so. Auf jeden Fall, ich sage, gehen alle kaputt, weil wie zu wenig Öl, Pleuelagerschaden, Loch im Block, du siehst ja den Krümmer, da kommt das Öl drauf und dann brennt alles. Ne? Mal eine andere Frage. Und da sitzt auch wirklich der Tank, ne? Der Tank sitzt wirklich. Boah. So, und das ist auch der Grund, das sage ich allen immer wieder, alle sagen, ey, nimm doch einfach diesen 5,2er Audi-Motor. 5,2er Audi-Motor, folgendes Problem, größerer Zylinderabstand, das heißt, es passt gar nichts mehr. Ja. Weder Krümmer, noch Zylinderköpfe, noch Ansaugbrücke, noch alles. Alles. Das heißt, der Krümmer passt auch nicht da rein vom 5,2er, weil die Tanks wieder anders sind. Das heißt, du baust eigentlich eine gesamte 5,2er-Technik in das alte Auto. Den 5,2er gibt es als Billet alles so fertig zu kaufen, ich weiß. Jetzt muss man dazu sagen, man muss es sich natürlich auch leisten können, den da zu kaufen. Ja. Weil so ein 5,0er Billet-Block, alles was geht, kostet glaube ich dann auch irgendwas um die 50 oder so. Da muss man sich dann ja auch irgendwann überlegen, wie viel Geld ist es einem wert, so ein Auto zu bauen. Ne? Also, weißt du, weil es ist ja nicht mehr so, dass wir diese Autos nutzen. In Amerika, die haben ja richtige Cups, richtige Events. Da geht es ja um ein bisschen was auch. Durchsatz. Der Francesco produziert, also der IAP-Kerl, produziert für Sheepy Racing, die diese ganzen Projekte macht, diese ganzen Billet Lambos R8. Die alle Kolben Pleuel fahren alle mit IAP-Zeug da viel rum. Und muss allerdings auch wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich der ist ja aktiv, also wirklich einer der wenigen, der auf Instagram noch richtig aktiv ist. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich seine Pleuel und seine Kolben sehe, ich finde, es sieht auch jedes Mal immer wieder geil aus. Da gibt es so die Kolbengeometrie, die Pleuelgeometrie ist einfach was anderes wie so ein normales Pleuel. So, okay, also 5,2er könnt ihr euch vergessen, wird nicht passieren. Einzige Variante, wo ich kurz drüber nachgedacht hatte, ist, in dieses Auto ein 5,2er zu bauen, aber als Sauger mit dem aktuellen Motor, dass das Ding einfach nur wieder fährt. Mit der neuen Technik. Da habe ich mir überlegt, Alter, aber das ist doch irgendwie... Verloren. Auf weiße Flagge. Nee, irgendwie... weiß ich nicht, weil ich weiß auch, dass ich das Auto dann nicht nutzen würde. Nee, keine Ahnung. Mal kurz eine andere Frage. Wir haben eben über Brand geredet. Persönlich, wie viel Angst hast du vor Fahrzeugbränden? Eigentlich gar nicht. Geht das in deinem Kopf hin und wieder? Nee, das gar nicht. Das habe ich ja auch damals, nachdem Limo abgebrannt war, gleich gesagt, dass das irgendwann mal passiert. Ja. Ist ja klar bei solchen Fahrzeugen. Auf wenn man so viel. Und ich war einfach froh drum, wie es dann passiert ist, weil es kann ja auch immer mal was Schlimmeres passieren. Ne? Weißt du, wie oft du im Schreck in brennenden Autos saßt? Nein, es hätte ja auch in dem Moment mal was Ernsthaftes passieren können. Klar, so ist ein Auto abgebrannt, aber es hätte ja auch, keine Ahnung, sich eine Oma erschrecken können, weil es ist immerhin ein brennendes Auto in dem Moment auf der Autobahn, ne? Und fährt irgendwie eine Leitplanke, ein LKW fährt hinten rein, weiß der Geier halt. Ne? Ja. So, ne? Weil ängstlich, was den Brand angeht, waren wir vorher auch schon die ganze Zeit immer. Also das war schon immer so, wenn es nur ein ganz bisschen gerochen hat, haben wir gleich im Haube aufgeguckt Wahnsinn. Und so weiter. Ne? Selbst an dem Tag noch, ich habe Marius zu Hause abgesetzt und hatte auf Anzeige 130, 140 Grad Öltemperatur, weil ich mir Auto niemals habe. Der hat immer nur 70 Grad gehabt. Bin so ausgestiegen und habe von unten so noch geguckt und Finger an der Ölwanne und so weiter, ob es wirklich so heiß ist und so weiter, weil ich schon dachte, da ist irgendwas komisch. Krass. Hast eine Lunte gerochen. Ja, aber egal, war zu spät. Kurz überlegt, ob wir diesen Block nehmen. Achso, ja, das war ein Brandauto, aber nicht durch den Motorschaden, sondern der Brand war hier irgendwas anderes. Das hatte was mit die erste Generation davon, die E-Gears, die hatten tatsächlich eine Pumpe mit 6 einzelnen Hydraulikleitungen, die dann so einen Steller geschaltet hat. Dieses typische E-Gear. Die werden undig und in dem Moment schießt du mit 80 Bar mehr oder weniger am Krümmer vorbei, weil der Tank und die ganze Einheit dafür ist ungefähr hier. Ja. Hier ist Pumpe mit Hydraulikspeicher und die ganzen Leitungen gehen so vorbei auf den Schalter. Mhm. Das heißt, wenn hier was undicht wird, plätschert das komplett auf den Krümmer und dann brennt es halt auch. Weil das schon richtig gut isoliert ist. Ja, ne? Ja, vor allem, das ist richtiger 5 in 1 hier mit richtigen Sammler. Wahnsinn. So, und das war so ein Auto und der meinte, ey, hier, ich habe hier so einen abgebrannten Motor. Ich weiß nicht, ob man den retten kann, gucken die mal an. Der war zum Glück heile, hatte nur eine Macke auf der Dichtfläche und das war der Vorgänger zu dem Laserschweißen. Also ich glaube, es ist sogar lasergeschweißt. Mhm. Bin mir sogar nicht sicher, ob das nicht sogar der gleiche Laserdieter damals gemacht hat. Mhm. Weil das hat der NG damals noch. Die hatten das quasi. Nee, NG lässt irgendwo da oben lasern. Ja. So, sonst ist der aber theoretisch heile. Cool. Ja, dann würde ich vorschlagen, dann widmen wir uns dem Kollegen. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, der Block hätte funktioniert ohne Kupferring oder mit Kupferringer mit irgendwie 500stel Übermaß. Mhm. Ne? Die hatten jetzt Summe X, was einfach diesen filigranen Block beim Anziehen zerstört hat. Ich glaube, sonst wären wir wirklich kurz vorm Ziel gewesen. Ne?
Wirklich. Wobei der ganze Block ja schon, vorsichtig gesagt, zusammengewürfelt war, ne? Müssen wir einfach so der sagen. Der Hauptlackerkasse und so. Nee, genau, also wie viele Stunden. Deswegen war auch meine Motivation so krass auf Nullpunkt, weil das, ich glaube, übertrieben gesagt, in diesen Lambo-Block ist mehr Zeit reingegangen als in Limo 2.0 bisher. Ja. So. Alter, wir haben 50 Mal bestimmt die Badplate angezogen. Ja. Die Stehbolzen, wenn wir die final montiert hätten, besser neu genommen. So, die Punkte kommen dann auch dazu. Ich schmeiß mal mit. Nee, so viel Zeit in den Block gegangen mit, da war erst die Hauptlagergasse ja komplett kaputt. Und das war ja noch unter Björn ganz am Anfang schon. Also das Projekt ging los, dass er mich anrief und meinte, Hauptlagergasse im Arsch. Kannst einen neuen Block besorgen. Ich so, entgegengefragt, okay, können wir retten. Und dann, die Frage ist jetzt, wie wir in den nächsten Monaten, also ich sag jetzt mal, deswegen würde ich dieses Video auch gerne Anfang des Jahres machen, damit ihr irgendwas habt, wo ihr euch ein bisschen darauf freuen könnt, was wir dieses Jahr umsetzen könnten. Weil ich vermute mal, hier für einen Billetblock zu fräsen, klingt glaube ich immer einfacher als es ist. Ich habe das damals gesagt, wenn meine 5-Wachs da ist und ich in der neuen Halle, dann machen wir Billetblock. So, jetzt habe ich 5-Wachs Erfahrung bekommen. Wir sind echt auf einem guten Wege. Wir machen schon coole Sachen, komplizierte Sachen. Ich habe einen super Männer jetzt am Start. Allerdings ist das so wie, wenn du nichts mit Autotuning am Hut hast und sagst, jo, ich fange jetzt an, ein Viertelmeile-Auto zu bauen, was 7 Sekunden fährt, ne? Dann lass du als Erfahrener. Und so ist das genau mit dem Fräsen. Du musst dich da reinarbeiten. Aber wir sind auf einem guten Wege. Und ich bin der Meinung, dass das schon möglich sein wird in den nächsten... Warte, lass mich nicht festlegen. Aber das Jahr ist schnell vorbei. Aber sagen wir mal so, dass wir dieses Jahr im Dezember irgendwie mal vor uns tiefere Gedanken darüber machen. Aber wäre nicht sinnvoll, diesen Motor, den wir jetzt hier haben, mal wenigstens das Konzept, wie du dir das ausgedacht hast, einfach mal ans Laufen zu bekommen. Vielleicht muss er gar nicht direkt die 2000 PS halten, aber dass wir da Stahlliner mal reinmachen. Vielleicht, wir haben ja noch Kolben mit kleinerem Durchmesser, ne? Damit die Zylinderwand quasi was stärker bleibt, dass wir da nicht zu viel rausspindeln müssen und dass wir da ganz einfache Liner erstmal reinmachen. Es haben ja wirklich einige immer kommentiert, von wegen, bis das Ding wieder fährt, habe ich hier ein Oldtimer-Kennzeichen dran. Ne? Mhm. Haben sie, der erste Oldtimer-Lambo-Twinto. Haben sie auch gar nicht so Unrecht mit, weiß ich auch. Ja, gebe ich auch ganz ehrlich hinzu. Baujahr 2005. Challenge. Den gab es von 2.4 bis 2.8 und der ist 2.5. Okay. So, also er wird gerade mal nur 20 Jahre, noch keine 30. Aber nee. Ja, auch krass, wenn man davor steht und denkt, 20 Jahre altes Auto, oder? Jetzt war ja die ganze Zeit, jetzt die letzten Jahre war ja immer eher so Huracan, da kam der STO, die Autos werden immer spaciger, noch mehr Spoiler, noch mehr Lippen, noch mehr Luft. Sieht am besten aus. Jetzt mittlerweile ist meine persönliche Meinung, wenn der irgendwann mal fertig ist, da ein geil steht, ein Uni schwarz, tief und flach und so weiter. Mutter schon gut. Also da wird man schon vorstellen, würde sagen, ist geil. Und deswegen, als du dann auf der Messe vor mir standst, habe ich mir so überlegt, vielleicht brauchen wir doch für dieses Projekt erstmal einen kleinen Erfolg. Ich will noch nicht sagen, wie wir das Ganze am Ende, was wir uns dann noch so überlegen. Aber es soll ja auf jeden Fall spannend bleiben. Und deswegen finde ich die Lösung eigentlich auch gut, erstmal eine kleine Version zu bauen. Weil ganz ehrlich, ich sage es wirklich so, wie es ist, mir ist es aktuell egal, ob das Ding 1000, 1500 oder 2000 besser. Mir wirklich Lachs, weil wenn es um Leistung gehen würde und man mit dem Ding noch einen Stich machen will, dann reden wir eher von 2.500 oder 3.000 PS, was wirklich absolut utopisch aktuell ist. Das ist so, da braucht man eigentlich erstmal gar nicht dran denken. Das heißt, wichtiger ist, dass das Ding überhaupt sich die Kurbelwelle erstmal dreht und man da was machen kann. Ich weiß es schon gar nicht mehr, können wir denn alles, was wir kurbeltriebmäßig haben, können wir hier auch wieder für nutzen für einen anderen Block oder geht das da wieder mit Lagerspielen und so weiter komplett los? Aber die Welle war doch einfach nur Nullmaß, ne? Ich meine, Welle war Nullmaß, das hat alles gepasst. Die ist alles nur Null, ne? Da muss das ja eigentlich gehen. Ich glaube, es gibt gar keine Untermaßlager. Das muss eigentlich alles funktionieren. Jetzt die Frage, ob wir das mit den Kolben in die Zylinder, wenn wir die passenden Buchsen, die Buchsen waren sehr, sehr filigran. Ne? Das Problem ist, der hat 82,5er Bohrung, Serie. Und ich bin der Meinung, auf den Zylindern war ja rein gar nichts drauf. Das war ja noch nicht mal Alusil, oder? Doch, der hat Alusil. War das Alusil? Ja, der muss haben, ja. Also einfach nur Alu-Blank geht nicht? Nee, Alu, das war ja Kolben-Alu, Zylinderwand-Alu, das würde nicht funktionieren. Ne? Die Reibpaarung hat keinen Bock, aber
Weil Alusil war ja auch nur mit dieser Paste dann einmal durchgeht. Also das ist ja Aluminium-Silizium, das ist dann die Legierung und du tust dann mit dieser Ätzpaste, die quasi die Siliziumkristalle freilegen, dass der Kolben nur auf diesen Siliziumkristallen läuft. Das ist dann eine gute Reibpaarung, aber unter uns gesagt funktioniert das auch alles nicht. Ne? Das, alle 100.000 kannst du den Motor dann revidieren. Ja, 100.000 bis dahin. Ja, aber 100.000 normale Kilometer. Ja, da hast recht. Weil die Frage ist ja nur, ob man nicht zum Beispiel der 82.5 Serie, ob man nicht einfach, ich weiß gar nicht mehr, die Kolben, die wir gemacht hatten, waren leider 83, ne? Die waren nochmal eine Nummer größer. Ja. Ich meine, die waren 83 leider. Kann sein. Weil geil wäre halt vielleicht auch einfach den Block zu nehmen, den nur durchzuholen mit der passenden Paste, selbst wenn er ein Zehntel zu groß ist. Wir können den noch Alusil machen. Selbst wenn nur ein Zehntel zu groß ist, dass wir auch die ganzen Teile mit den ganzen gemachten Köpfen, diese ganze Arbeit, dass das Ding einfach nur schon mal dreht, fährt. Wir können einfach nur Alusil holen und das auf Maß bringen, dass das auf die Kolben passt. Das ist kein Problem. Mhm. Ne, aber ich weiß nicht, das ist dann wirklich anspruchstechnisch so wirklich nur zusammenbauen. Ne? Aber siehst du denn, weil ich habe ein bisschen Angst davor, dass egal was wir mit Buchsen machen, es schief geht. Ich habe ja gesagt, hätten wir keine Kupferringe oder mit weniger Vordruck genommen, hätten wir das Ding jetzt am Laufen gewesen. Kupferringe brauchen wir theoretisch von der Theorie her nicht, weil nee. Für die Leistung kannst du auch weglassen. Ja, da hatten wir ja noch höhere Ansprüche. Man muss halt irgendwie mal im Jahr tief stapeln. Ja? Eine andere Variante wäre, die ich auch interessant finden würde, ist, dass wir meinetwegen von 82,5 nur irgendwie vielleicht auf 83 gehen. Du kannst auch 82,75 machen. Und dann aber eine Buchse reindrücken auf 80 oder so. Das hat ja gerade gesagt, dass wir da richtig Material reinkriegen in das Ding. Richtig, ne? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Es ist nur wirklich die Frage, ob wir nicht sagen, wir schrauben das erstmal einfach zusammen und du lässt das laufen, weil ich denke, mit Alusil hält das Ding auch 1000 PS. Ja, und vor allem von meinem Zeitaufwand und vor allem meinen Möglichkeiten, die ich überhaupt nur habe, wird Mitte, Ende des Jahres sein, ja. Bis das Ding da irgendwie drin hängt, so ungefähr. Ne? Ich glaube auch nicht, dass er sofort Peng macht. Oder wir müssen uns den heilen Block einfach mal zusammen angucken. Weil du hattest ja bisher auch immer nur leider den kaputten in der Hand. Ist das nicht der, den ich sauber gemacht habe? Ja. Stimmt, das war das allererste Video, was du gemacht hattest, was wir zusammen gemacht hatten, ne? Mit dem. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Mit dem Eisstrahlen. Wie viel. Nee, nicht Eisstrahlen. Sodastrahlen. Stimmt, jetzt wo du sagst. Mich interessiert mal gerade, wie viele Klicks dieses Video hat. 132.000 Klicks für so einen Motorblock sauber machen. Der hat schon Trostdorfer Luft geschnuppert. Aber wie? Okay, das heißt, ich würde vorschlagen, wir werden jetzt den Zuschauern einfach Folgendes mitteilen. Billet könnt ihr euch erstmal aus dem Kopf schminken, wird noch ein bisschen dauern. Was ich 0,0 schlimm finde, weil ich will es lieber einfach nur erstmal für, weißt du, so als persönlichen Erfolg erstmal das zusammen ist. Das sind ja so viele Variablen. Die genau, dass man auch so im Kopf diese Baustelle erstmal weg hat und einfach es auch wie ein ganzes Auto ist. Weil ich weiß, wenn dieses Auto erstmal auf Rädern steht, diese beiden Lader drehen, man den V10 hört, ne? So, dann können wir da jeden Tag mit nach Trostorf fahren und einen Billetblock bauen. Ne? Aber erstmal muss das Ding erstmal wie ein paar Meter so machen. Ne? Und ich würde sagen, wir gucken mal, was die nächsten Wochen und Monate mit sich bringen. Wir versuchen, Resteverwertung, die ganzen alten Teile zu nutzen. Die sind alle perfekt eingeschweißt. Das war eigentlich... Genau. Wir müssen jetzt nur gucken, ob wir die... Ja, das aller einfachste wäre ja, dass wir auch die Kolben da reinkriegen, dass man gar nichts mehr wuchten muss, gar nichts. Einfach nur bumm rein. Dann müssten wir den auf 83 holen. Geht aber auch. Weißt du, ob Francesco zum Beispiel die Kolben kleiner machen kann? Klar. Also ob er die abdrehen könnte. Also für ihn ist es Klotz Alu. Er sagt, warte, ich habe das Programm, ich mache gerade die... Für ihn ist es einfacher, 9 zu machen wahrscheinlich. Ja, 100%. Weil die Frage ist jetzt wieder, 82,5 auf 83, will man das dem Serienblock antun? Eigentlich wäre es nicht gut, ne? Vor allem, weil die Wandstärke einfach so schwach ist, lass alles, was da ist, ne? Lieber stehen, ne? Nur neu durchholen, fertig. Ja. Ich weiß aber, es gibt auch wen in Deutschland, der kann das auch abdrehen. Das sind die Kolben, die in dem Düngemotor drin sind, die sind auch abgedreht. Ja, natürlich, das kannst du machen, nur das ist genau, weißt du... Das würde nicht viel Aufwand. Weißt du, ich bin ja der oberste Laserschweiß-Dieter geworden und ich habe echt drüber nachgedacht, die Gebuchsen auszuspielen und gucken, ob ich das nochmal alles gelasert bekomme. Nur, das ist wieder so viel Arbeit, weißt du? Ja, das lohnt sich auch nicht. Da fragt man sich echt, weil der Motorblock war dann schon kritisch mit allem, was passiert ist. Ich behaupte auch, nehmen wir diesen Block, machen den einfach nur auf, ich sag jetzt mal 82,5 neu durchholen. Mhm. Selbst der wird nicht so schnell kaputt gehen, wie wir das Ding. Ja, wahrscheinlich. So, also die Zeiten, nein, weil die Zeiten sind ja auch vorbei, muss man ganz ehrlich sagen, wo man so ein Ding am Wochenende 1000 Kilometer fährt oder so, ne? Die zweimal, die das Ding auf dem Prüfstand ist, vielleicht mal ein Event fahren,
da wird eher was anderes kaputt gehen. Da wird im Zweifelsfall eher irgendein Problem mit der Lagergasse sein. Ich glaube, die Getriebe machen. Irgendein Lagerschaden, ja, das ist ja komplett gemacht. Ja. Das ist komplett gemacht, das Getriebe. Aber da wird irgendwas anderes wird da kommen, bevor der Block aufgibt. Deswegen, okay. Aber du siehst das als machbar und hast auf jeden Fall auch Bock. Ja, sowieso. Ich habe mich letztes Jahr ein bisschen geärgert, aber du weißt, wie wenig Zeit wir haben. Ja, ja, alles gut. Also ich bin da 0,0. Ich habe das auch immer gesagt, weil ganz viele haben ja gefragt, ob wir uns gestritten hätten oder. Ich sag so immer, nee, nur... Den Abend hat er mir gute Nacht gewünscht. nur, das ist auch wieder der Punkt, wenn man dann halt nichts macht. Wenn man dann gar nichts macht, denken die Leute, oh, es ist ja, jetzt müssen sie gestritten sein. Genauso wie, nur weil ich kein Video mit Björn gemacht habe, denken die Leute auch, dass wir uns gestritten haben, übertrieben gesagt. Ne? Nee, es ist einfach so, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Aber deswegen genau jetzt dieses Video, um euch einfach ein bisschen am Laufenden zu halten, dass hier doch eventuell vielleicht was passiert. Geil, so machen wir das. Würde ich auch sagen, ne? Okay, also ich zerlege alles und dann gucken wir, wie es weitergeht. Jetzt nicht in den nächsten 6 Wochen, auch nicht in den nächsten 3 Monaten. Ich würde jetzt mal vorsichtig anpeilen für die Leute Mitte des Jahres. Ich dachte, du kommst nächste Woche mit dem Blog vorbei. nee, ich muss erst mal bis 10.2. Limo noch machen. Ah, du hast deine Challenge, ne? 10.2. Limo machen. Ist das Ding sonst JP? Nein. Ich dachte, die haben einen Brief gewettet. Nein. Ach ey, was ist das? Da hab ich nur ein bisschen übertrieben. Ich wollte gerade sagen, was für ein Brief. Also. Genau. Nee, geht wirklich rein, warum ob er läuft. Okay, cool. Weil ich muss auch nochmal mit TTE Rücksprache halten, wie eigentlich so der Stand mit Turboladern hier ist und so weiter. Aber, ne? Aber dann sehe ich schon so Mitte des Jahres, nächstes Jahr, also Ende des Jahres, Essen Motorshow, wie auch immer, mal gucken, wäre ganz geil. Aber ich glaube doch schon, ich finde nach wie vor, es gibt es halt nach wie vor gar nicht, also wenn dann nur R8 oder halt die neueren Limos, aber du wirst sehen, der 5.0er klingt auch ganz anders. Ja. Der ist deutlich heller, irgendwie aggressiver. Essen Motorsport nächstes Jahr oder dieses Jahr komme ich dann Kaffee machen. Ja? Komme ich mit meiner Kaffeemaschine und Gebäck vorbei. Ja? Starkstrom haben wir. Super. Richtig. So. Starkstrom haben wir, Kaffee kannst du machen, aber ja, da kannst du ein paar Kilo Kaffee durchschieben. Ja, nee, was soll ich sagen, freut mich. Ja. Ich suche schon mal ein paar Sachen zusammen. Köpfe waren ja ready. Und dann gucken wir, was wie wo da geht. Dann bauen wir das mal so, wie es sich gehört, auf Minimum zusammen, aber auf maximal sinnvoll. Ja, und dann sehen wir mal, sind wir wahrscheinlich selber erstaunt darüber, wie lange es hält und wie viel Leistung es hat. Ich werde nie vergessen, das hat mich auch geprägt, meine Limo-Blöcke immer kaputt gegangen. Dann ein Serien-S4-Block eingebaut. Serie, wirklich, aus dem Schlachter. Ich habe ja damals die Autos immer geschlachtet. Rausgezogen, einen Tag vom Wörthersee, alles runter. Diesen dreckigen, räudigen Serienblock. Noch nicht mal geplant, gar nichts. Noch nicht mal sauber gemacht. Meine ganze große Scheiße oben drauf gesteckt. Sorry für die Schimpfwörter hier heute. Wirklich die großen Köpfe, Krümmer, Lader, Ansaugbrücke, alles drauf und bin so zum Wörthersee gefahren. Hin, erstmal N75 abgezogen, Dosendruck. Das sind bei so einem Motor dann aber trotzdem 600-700 PS auf jeden Fall, ohne Probleme. Ne? Und dann zurück natürlich, wo ich wusste, okay, jetzt wird das eh gelaufen, immer weiter gesteigert. Und hab den tatsächlich heile ausgebaut. Nee. Werde ich nie vergessen. Also verkauft. Der wird wahrscheinlich irgendwo durch hier gefahren. Hast wahrscheinlich eBay Kleinanzeigen verkauft, wenig benutzt, perfekter Zustand. Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, den habe ich weggestellt und den hat irgendwann hier SAR da sogar bekommen. Ah, okay. Aber der war eigentlich tatsächlich heile ausgebaut. Werde ich auch nicht vergessen. Das war krass. Hat natürlich Öl verbraucht. Weil halt 300.000 Kilometer oder so, ne? Aber das war krass. Ich niemals gedacht. Hast du schon geguckt, was fertige Aggregate kosten? Nee, es gibt keine. Ach so. Es gibt keine. Das ist ja der nächste Punkt. Ich wüsste 2-3 Leute, die auch gerne so einen Block irgendwie wieder instand setzen würden, aber selbst zum Instandsetzen schon haben die das Problem mit den Buchsen. So. Weil es traut sich keiner, den aufzubauen. Ich habe jetzt schon zwischendurch so einen 5-2er, aber, ne? 5-2er gebuchst und so, ne? Der fährt. Was wir jetzt auch krass gemacht haben, wir haben McLaren gebuchst. Aber der hat Originalbuchsen. Da haben wir andere Buchsen reingemacht. Denn die McLaren-Buchsen haben das Problem, dass die unrund werden mit der Zeit. Ich glaube aber, du machst Kopf ab, misst, oh, unrunder Zylinder. Ich glaube aber, dass wenn warm wird und anziehst, dass es dann rund ist. Dass dann genau passt. Ja, die McLaren ist nicht auf den Kopf gefallen. Lumpen, ne? Nein, die Buchsen sehen so high-end aus, Nikasil beschichtet alles. Und ihr habt jetzt eine normale Buchse reingedrückt? Wir haben welche bauen lassen von Daten, ne? Die sind natürlich jetzt rund. Die Frage ist, was machen die, wenn warm sind? Aber dieses ganze Konzept, wie der Block unten, die Aufsatz der Buchse, wie das gemacht ist, mega. Kauft ihr mir klar. Die sind aber nass oder trocken da drin? Nass. Die sind nur mit Gummirängen gesteckt. Zehntel stehen die über. Ja, klar, wenn man es natürlich von null auf so konstruieren kann. Wahnsinn. Und der Wasserflow, wie das um die Buchse. Die Buchse hat Rippen, damit die schön gekühlt wird. Aber die stehen auch ein Zehntel über sogar. Die stehen ab Werk ein Zehntel oder 500 über, ja. Dein YouTube-Kanal, den so da hinten versteckt. Ach so, ja, hinter der Ampel. Hinter der Ampel, ja, wir sind hier immer wild am Rumrollen.
Okay, krass. Und einen 5.2 hast du aber auch gebuchst. Da aber auch, eine Reparaturbuchse rein. Nee, ich glaube, da sind auch solche Dinger wie bei dir reingekommen. Aber weißt du, vielleicht haben wir wirklich einfach Pech gehabt. Ne, wir hätten einfach diese Kupferdinger. Die da weglassen sollen. Ne? Ich muss sagen, weißt du, durch die neuen Maschinen und die wirklich, ich will nicht loben, aber Top-Mitarbeiter, wir ziehen ja jetzt hier so V8-Dinger zum Buchsen. Das geht damals Aufwand, einschwenken, messen, tun. Mhm, Alter, das geht so. Zu früh gekommen. Nee, also jetzt ist da doch wieder, wenn es doch so gut geht, vielleicht doch wieder, aber. Es würde uns ja nur was bringen, eine Buchse reinzumachen, wenn wir die 83er Kolben wieder nehmen können. Und die Buchse wird dann schon wieder ganz schön fett. Ja, ja. Nee, lass mal so, wie wir besprochen haben. Wir überlegen uns was, ne? Lass uns laufen. Ich will euch nicht vom Jagen abhalten. Schön, dass ihr hier warst. Vielen Dank. Cool. Danke fürs Zuschauen. Danke, Jungs. Ihr wisst erstmal Bescheid. Ciao. Irgendwas wird zum Thema Lambo dieses Jahr noch kommen. Nagelt mich nicht drauf fest, aber es wird irgendwas passieren, hoffentlich. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.